Mein Name ist Moritz und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Elevator Hands-On Video. Heute geht es um den Denon LC 6000, eine brandneue Ergänzung zum Denon Prime Setup. Was dieses Gerät alles so kann und ob es für dein Setup geeignet ist, das erfährst du in diesem Video. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst uns am besten ein Like unter diesem Video da oder abonniert unseren Kanal, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wir haben noch so einige Videos für euch geplant, da könnt ihr echt gespannt sein, was so auf euch zukommt. Ich würde sagen, wir beginnen heute mal mit dem Setup, was vor mir steht. Ich habe hier einmal von Denon DJ den SC6000 hier stehen, den LC6000 als nagelneues Gerät aus der Serie und den X1850 als Mixer. Beginnen wir mal mit dem SC6000. Damit hat Denon ein Upgrade zum Vorgänger, zum SC5000 herausgebracht. Auch den gibt es wieder einmal in der Plätterversion mit der Endung M am Ende und einmal so als digitale Controller-Version im Prinzip. Wir haben auch hier wieder das Engine OS auf der aktuellsten Firmware. Wir benutzen jetzt gerade hier die 1.6.1. Am Laufen, die ist nach wie vor hier drauf installiert. Wir haben ein viel größeres Display, wie man schon sehr schön erkennen kann. Und generell wurden die ganzen IOs ein bisschen überarbeitet. Hier wurden noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten ausgemerzt. Und das Gerät ist insgesamt ein bisschen größer geworden. Man sieht hier unten, dass die Performance Pads ein bisschen besser verbaut sind. Dass das Ganze auch ein neues Design bekommen hat, ein optisches Overhaul im Prinzip. Daneben haben wir jetzt den LC6000 als brandneue Erweiterung für diese Prime-Serie stehen. Ein reiner MIDI-Controller, wie man schon relativ schnell erkennen kann, fehlt hier das Display. Ansonsten unten sehen die Controls relativ gleich aus. Wir haben oben den neuen Touch-Strip. Und das Gerät hat kein Audio-Interface verbaut. Bedeutet, man hat lediglich das im Lieferumfang mit enthaltene USB-Kabel, was man in diesem Fall direkt an den SC6000 anschließen kann. Genau, hier sieht man es einmal sehr schön. Hier haben wir einfach den USB-B-Port an den USB-A-Hub vom SC6000 angeschlossen. Da hier die Engine Prime drauf läuft, kann man das Gerät einfach direkt an den SC6000 oder an den SC6000M anschließen. Alternativ kann man das Gerät auch für Algorithm DJ, für Serato DJ Pro, für Virtual DJ und auch mit einem gewissen Mapping für Traktor DJ verwenden. Sehr cool, dass Denon das hier so offen gestaltet und man das halt mit jeder DJ-Software, die es so auf dem Markt ungefähr gibt, halt verwenden kann. Ich würde sagen, wir beginnen mal jetzt mit dem ersten Eindruck des Geräts. Man sieht erstmal, die Bauart ist ziemlich gleich zum SC6000. Wir haben auch hier eine super stabile Faceplate. Ich finde, das Gerät ist relativ leicht. Man kann es relativ easy anheben. Es ist nicht ganz so schwer wie der SC6000. Hier hat man natürlich jetzt auch kein riesiges Display, keinen großen Prozessor drin verbaut, sondern hat eigentlich einen reinen MIDI-Controller. Das Jogwheel ist von einer Bauart, ich glaube, es ist 8,5 Zoll groß, ist von der Bauart genauso verbaut wie das beim SC6000. Finde ich sehr cool. Ich bin gespannt, ob Denon hier auch noch die M-Serie rausbringen wird. Die gibt es aktuell noch nicht. Mit der Plätter halt oben drauf, richtig zum Scratchen, wie man es halt aus dem Vinylbereich kennt. Ansonsten haben wir hier auch die 8 Performance Pads, die wir in verschiedenen Modi verwenden können. Rechts haben wir den 10 cm Pitch Strip, auch der genau gleich verbaut wie beim SC6000. Genauso hier drunter die Pitch-Band-Tasten. Man merkt direkt bei den Buttons, das ist alles sehr schön clicky, wenn man hier mal so ein bisschen auf die Reaktion achtet. Fühlt sich beim Spielen einfach gut an beim Performen und man bekommt halt, wie gesagt, auch ein schönes farbliches RGB-Feedback durch die verschiedenen LEDs, die hier verbaut sind. Insgesamt macht das Gerät einen super Eindruck. Oben haben wir hier auch den Loop-Encoder, genauso wie den Browse-Encoder. Auch beide sehr gut verarbeitet, kann man super auch ein bisschen smashen, wenn man mal ein bisschen mehr Energie in sein Set einbringen will. Passiert das in DJs ja auch mal gerne, dass sie den Knopf ordentlich rocken. Macht hier einen sehr guten, stabilen Eindruck, ist glaube ich sehr langlebig das Ganze. Auch hier haben wir in der Mitte vom Jogwheel wieder
den kleinen Display verbaut, um entweder das Cover Art vom aktuellen Track anzuzeigen. Alternativ haben wir jetzt hier zum Beispiel auch unser Elevator-Logo eingebunden. Das kann man mit einem ganz einfachen Trick machen. Man kann eine Logo-PNG-Datei in einer gewissen Größe mit auf den Stick, den man sich vorher in der Engine-Library vorbereitet hat, ziehen. Und der wird dann automatisch hier angezeigt. Ne? Auch ein sehr cooles Feature, finde ich, bei den Playern. Kommen wir mal zum Kerngedanken des Players. Und zwar haben wir jetzt beim SC6000 die Dual-Layer-Funktion. Und durch die Größe des Displays können hier jetzt auch echt viele Informationen dargestellt werden. Man sieht es hier schon, ich habe es mal ein bisschen vorbereitet, auch sehr schön farblich kodiert. Man sieht hier links Deck A und Deck B. Das Deck A ist hier in Rot angezeigt, das erkennt man hier am Jogwheel einmal oder oben im Display erkennt man es auch nochmal. Deck A und Deck B ist halt hier mein blaues. Ich habe mir die jetzt auch in der Reihenfolge schon richtig angeordnet. Das ist mir direkt am Anfang aufgefallen. Standardmäßig, zumindest auf der aktuellen Firmware, wie gesagt, da wird es in Zukunft bestimmt nochmal ein Update geben, ist das so eingestellt, dass das Deck B oben links und das Deck A oben rechts angezeigt wird. Was für mich erstmal relativ verwirrend war, weil wenn ich hier mein linkes Deck spiele, was jetzt oben angezeigt wird, gehe ich auch davon aus, dass links oben dann dieses Deck angezeigt wird. Standardmäßig wird es aber rechts oben angestellt. Kann man ganz einfach mit der Shift-Taste gedrückt halten und dann die View-Taste gedrückt halten, einmal umswitchen, sodass das Ganze wechselt. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass auf dem Mixer hat man ja hier auch die schönen farblichen Kodierungen für das jeweilige Deck, dass diese sich leider noch nicht mit umstellen. Also ich habe hier jetzt mein linkes Deck in Rot angezeigt, Jogwheel wird rot angezeigt und oben links ist mein A in Rot. Allerdings spielt Kanal 1 oder halt in dem Fall Deck A noch hier mit der blauen Farbe. Auch wenn ich die Farbe jetzt einmal umstelle mit Shortcut, dann habe ich hier meine Layer Color, wechsle jetzt auf das Deck A und nehme jetzt zum Beispiel das Violett hier mal, stellt sich das Jogwheel um. Wir haben auch hier Violett angezeigt, Deck A angezeigt. Allerdings sind hier die Q-Buttons noch vertauscht. Vielleicht wird es ja mit einem zukünftigen Software-Update von Denne noch gefixt, da gehe ich ganz stark von aus. Ja, zurück zur Dual-Layer-Funktion. Wir haben jetzt oben einen Track eingebaut und jetzt kann ich mit meinem LC6000 einfach gleichzeitig mein zweites Deck abspielen, was natürlich im Set sehr hilfreich ist. Bis jetzt musste man immer mit der Layer-Taste einmal in das andere Deck switchen. Das hat sich jetzt komplett erledigt, wenn man den Player noch neben sich stehen hat. Jetzt kann man hier wirklich einwandfrei mit zwei Decks über diese eine Engine wirklich spielen. Sehr cool, ist im Workflow mega hilfreich, wenn man diese zwei Decks wirklich zur Verfügung hat. Wenn man das Ganze jetzt einmal hochskaliert, kann man natürlich auch noch Player 3 und 4 hinzufügen, auf der anderen Seite des Mixers vielleicht. Und schon hat man sein 4-Deck-Setup, obwohl man wirklich nur zwei Displays, sage ich mal, mit Informationen hat, von denen man lesen muss. Jetzt kann man auch überlegen, ob man sich das Display direkt neben dem Mixer stellt oder halt vielleicht so außen hin, wie ich das jetzt getan habe. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Klar, man hat dann natürlich immer so eine gewisse Range hier zwischen Mixer und Display zu switchen. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Workflow-Sache. Da muss jeder für sich selbst vielleicht gucken, wie man es in sein Setup am besten einbauen kann. Ja, so viel sei erstmal zum Workflow gesagt. Wie gesagt, also ich finde, dass dieser Player, der LC6000, sich sehr gut ins Setup einbauen lässt. Was man bedenken muss, ist, dass man das Gerät halt auch standalone mit einer DJ-Software verwenden kann, wie zum Beispiel Serato DJ Pro. Wenn man hier jetzt zwei Decks nutzen möchte und seinen Mixer als Interface, braucht man nicht unbedingt den SC6000 dazu, sondern kann sich einfach diesen Controller als MIDI-Controller für die Software hinstellen und damit dann sein Deck rocken. Ziemlich coole Geschichte, da bin ich auch echt noch gespannt auf die Scratch-Version, ob die M-Version da auch noch rauskommt. Das werden wir, denke ich, bald erfahren. Ich glaube, das war es erstmal grob zu dem Denon DJ LC6000. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Infos zu dem Gerät benötigt, könnt ihr uns die gerne einfach in die Kommentare schreiben oder alternativ auch über WhatsApp, Facebook oder Instagram auf uns zukommen. Am Telefon in der Hotline stehen wir auch gerne für euch zur Verfügung. Ihr könnt das Gerät bei uns kaufen. Den Link zum Produkt findet ihr unten in der Beschreibung von diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.